Meine Damen und Herren, ich beginne schon mal ganz langsam, während sich das Panel endgültig füllt bei uns. Ich heiße Sie willkommen zur letzten Podiumsdiskussion der Konferenz der Heinrich-Böll-Stiftung über Hightech-Kriege. Ich bin mir bewusst, dass wir eine schwierige Aufgabe haben, weil erstens sind wir direkt nach dem Mittagessen zusammengekommen und zweitens haben wir die problematische Aufgabensetzung, dass wir Fazit und Ausblick gleichermaßen leisten müssten. Ich würde mir nicht einbilden können, eine so komplexe und facettenreiche Konferenz wie diese in wenigen Worten zusammenfassen zu wollen. Aber es gibt noch eine wichtigere Aufgabe. Bei diesem Podium geht es darum, ob es gelingt, die kritische Auseinandersetzung, die wir in den letzten beiden halben Tagen geführt haben, in politisches Handeln zu überführen. Wie können politische Akteure, wie auch Deutschland, sich dafür einsetzen, dass die Entwicklung, die Anwendung, auch die Verbreitung von gefährlich eingestuften Technologien im Bereich der unbemannten Kriegführung gebannt werden können, verboten oder zumindest kontrolliert? Ist das eine politische Handlungsweise, die denkbar ist? Ich habe hier das Vergnügen, mit vier Sprechern und politischen Beteiligten aus drei Ländern zusammenzusitzen. Mein Name ist Henning Rieke, ich bin Programmleiter USA Transatlantische Beziehungen bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und der Moderator für die nächsten anderthalb Stunden. In den zurückliegenden Diskussionen hatte ich den Eindruck, dass im Großen und Ganzen die Diskussion über das Für und Wider von unbemannter Kriegführung eine Reflexion der allgemeinen Einstellung gegenüber der Anwendung militärischer Gewalt ist. Sind Kriege sinnvoll, dann sind die meisten Technologien in dem Bereich vielleicht auch sinnvoll, über die wir hier gesprochen haben. Andernfalls nicht. Wir müssen uns aber vor diesem Podium, vor dieser Diskussion hier auch mal Gedanken machen, warum wir es eigentlich so notwendig finden, den Bereich der unbemannten Kriegführung, der Drohnen, einer Kontrolle, der Rüstungskontrolle oder vielleicht sogar einem Verbot zu unterwerfen. Ich glaube, wir haben es auch in unseren Diskussionen sehen können, dass es eine Reihe von Mechanismen gibt, die wir schon erkennen können, die wir nur schwer verstehen können, die schwer vorhersehbar sind, durch die aus der Verbreitung dieser Technologie Veränderungsdynamik für die Kriegführung und für die internationalen Beziehungen insgesamt entstehen kann. Ich glaube, dass die Diskussion nicht abschließend getroffen werden konnte, ob Krieg und militärische Gewalt wahrscheinlicher geworden ist durch den Einsatz unbemannter Kriegführung. Aber wir haben viele Beispiele gesehen, dass es zum Beispiel Rüstungseskalation und Dynamik gibt, nicht nur zwischen Staaten, sondern auch bei nichtstaatlichen Akteuren. Die große Sorge, dass durch die Verbreitung dieser Technologie immer mehr Akteure dazu in der Lage sein werden, außerhalb des Völkerrechts militärische Gewalt anzuwenden und dafür nicht belangt zu werden, wurde geäußert, dass dadurch möglicherweise das Kriegsvölkerrecht untergraben wird. Wir haben viel Sorge darüber gehört in dieser Konferenz, dass durch die Automatisierung auch eine Entmenschlichung des Kriegsschlachtfeldes entstehen kann. Dass also eine Kriegswirklichkeit entsteht, in der endgültig die ethischen Regeln des menschlichen Zusammenlebens keine Rolle mehr spielen können. Eine Art 800-Pound-Gorilla oder ein Thema, das die ganze Zeit mit in der Luft hing, war, dass der Antrieb für die Verbreitung dieser Technologie nicht so sehr strategisch, taktisch oder politisch ist, sondern vielmehr aus dem enormen Druck entsteht, den die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Wirtschaft, Militär bei der Weiterentwicklung dieser Technologie schon jetzt aufbauen kann. Das heißt, eine Technologie, die sich in den Anfängen befunden hat, noch vor wenigen Jahren, entwickelt sich mit exponentieller Geschwindigkeit weiter. Es werden den politisch Verantwortlichen in regelmäßigen Abständen neue Erweiterungen angeboten, Updates angeboten, neue Möglichkeiten, neue Anwendungsmöglichkeiten dieser Technologie, die jeweils politisch und militärisch wünschenswert erscheinen. Also dieser Druck, der von Seiten von Industrie und Technologie aufgebaut wird, von einem sehr kompetitiven und milliardenschweren Markt, muss man sagen, ist eins der Themen, das wir bei unseren Bedenken mit aufnehmen sollten. Es geht insgesamt, wenn wir heute sprechen, darum, die Kontrolle über diese Mechanismen zurückzuerlangen. Die Leitfragen, die Sie gesehen haben, sind, welche internationalen Regeln oder Konventionen sind jetzt eigentlich denkbar und wünschenswert? Sowohl was den Einsatz unbemannter Systeme angeht, innerhalb und außerhalb des Krieges, aber auch wie die Entwicklung, etwa im Bereich der Automatisierung oder im Bereich der Miniaturisierung, eingedämmt werden kann. Welche Form oder welche Art der Vereinbarung ist sinnvoll? Sind es starke Normen, Konventionen? Brauchen wir Elemente der Kontrolle oder der Sanktionen oder ist das
politisch kaum durchführbar? Und welchen Einfluss können politische Akteure wie Deutschland, die über diese Technologie in dem Umfang noch nicht verfügen, auf die Meinungsfindung bei den Technologiebesitzern haben? Welche Maßnahmen sind hier sinnvoll, auch von Seiten der Bundesregierung? Ich hoffe, darüber erfahren wir was. Wir haben 4 Sprecher hier, die sich in kurzen Statements äußern werden zu dem Thema, und ich werde danach versuchen, sie ein bisschen aufeinander zu hetzen, um Widersprüche ausfindig zu machen. Agnieszka Brugger, Mitglied des Bundestages, ist Co-Autorin eines Antrages der Grünen Fraktion, keine bewaffneten Drohnen für Deutschland, mit der klaren Forderung nach Rüstungskontrolle. Der Mika Senko hier zu meiner Linken ist beim Center for Preventive Action im Council on Foreign Relations und ist offenbar jemand, auf den der amerikanische Präsident hört, denn er hat eine Studie über die politische Einordnung von Drohneneinsätzen geschrieben, deren Positionen sich an der einen oder anderen Stelle auch in der Rede des Präsidenten zum Thema Counterterrorism wiederfindet. General Danny Rothschild ist ein ehemaliger General der israelischen Streitkräfte und Gründer von Netag Security, einem Beratungsunternehmen. Und Botschafter Rolf Nickel ist der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Abrüstung und Rüstungskontrolle. Ich werde Frau Brugger bitten, das erste Wort zu übernehmen. Dann gehen wir deutsch-amerikanisch, deutsch-israelisch vor und hoffen, dass wir auf diese Weise ein gutes Bild über die Machbarkeit von politischer Einflussnahme haben. Frau Brugger. Ja, vielen Dank und hallo zusammen. Ich kann jetzt leider von mir nicht behaupten, dass Verteidigungsminister de Maizière auf mich hört. Und es ist eine große Herausforderung, jetzt in 7 Minuten zu dieser großen Frage Stellung zu nehmen. Deshalb werde ich auch nicht immer in die Begründung und ins Detail gehen können, würde aber gern so ein paar Thesen aufstellen. Die Frage nach der Notwendigkeit von Regelungen ist ja mehrfach gestellt worden und ich glaube, sie wurde heute unterschiedlich beantwortet, aber dass man irgendetwas tun muss, scheint irgendwie klar zu sein. Anschließend daran kommt natürlich die Frage der Machbarkeit, der ich sozusagen den zweiten Teil meines Statements widmen will. Was tun? Ich würde einfach nur 3 Punkte aufzeigen wollen. Und zwar, das erste ist, ich glaube schon, dass wir ein internationales Verbot autonomer Systeme brauchen. Jetzt muss man dann natürlich dann auch über die genauen Formulierungen sich Gedanken machen. Man muss überlegen, auch bei diesen Abwehrsystemen, auch das war ja heute schon Thema, wie man da irgendwie einen guten Rahmen findet. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen werden wir das brauchen für die Zukunft. Das zweite wäre, ich bin mir sicher, dass man die bestehenden Abrüstungsregime und Rüstungskontrollregime stärken muss. Man muss sie weiterentwickeln und man muss sie ausweiten. Und das dritte ist, und auch diese Frage war heute ja schon auch an vielen Stellen ein großes Thema, die Frage der Interpretation des Völkerrechts unter diesem Stichwort gezielte Tötung. Denn es ist natürlich schön, wenn man auf dem Papier tolle Normen hat, aber wenn alle sie unterschiedlich interpretieren, ist das, glaube ich, kein Zustand, der auf die Dauer so hinzunehmen ist. Ich bin, wenn ich mir die deutsche Drohnendebatte anschaue, immer wieder ein bisschen erstaunt, dass sich so viel finanzielle, personelle Ressourcen, damit meine ich sozusagen sowohl die politischen, aber durchaus auch die journalistischen, sich sehr stark auf diese Frage konzentrieren, soll jetzt Deutschland bewaffnete Drohnen haben oder nicht? Diese anderen Fragen der Rüstungskontrolle und der Abrüstung aber auch in der Öffentlichkeit kaum eine Bedeutung spielen. Und das ist sozusagen meine erste Forderung. Ich glaube, dass wir das noch viel intensiver diskutieren müssen von Seiten der Zivilbevölkerung, von Seiten der Politik, des Militärs, der Journalisten. Was sind jetzt die Schwierigkeiten? Und die gelten, glaube ich, in vielerlei Hinsicht sowohl für den Bereich Drohnen, aber auch für den Bereich Cyber. Ich glaube, das Erste ist, ich meine, dass die Abrüstung und Rüstungskontrolle nach ihrer Hochphase, nach dem Kalten Krieg, derzeit ein bisschen sozusagen ins Stocken geraten ist. Und das ist, glaube ich, freundlich formuliert. Wir haben die bestehenden Regime, auch zum Beispiel konventionelle Rüstungskontrolle in Europa, die nicht wirklich vorankommen. Wir müssen uns da darüber unterhalten, inwiefern können in diese bestehenden Abrüstungs- und Rüstungskontrollregime, auch VN-Waffenregister wäre hier ein Stichwort, eben zum Beispiel auch Drohnen und andere Systeme integriert werden. Das ist, glaube ich, eine Frage, über die man Einigkeit erzielen muss auf internationaler Ebene. Wir haben das Problem, dass diese Regime aber auch sehr stark immer auf die Quantität und die zahlenmäßige Begrenzung von Waffensystemen abgestellt haben. Wir aber es bei diesen neuen Technologien auch viel mit qualitativen Fragen zu tun haben, mit den Fragen, welche Fähigkeiten sind es genau und vor allem auch mit der Frage, welcher
Einsatzzweck steckt dahinter und was sind die Militärstrategien der einzelnen Staaten. Und hier auf dieser Ebene Vertrauen zu schaffen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung, ist aber auch das, was dann auch getan werden muss. Und da spielen natürlich Transparenz, Verifikation, Vertrauensbildung, der gemeinsame Austausch von Informationen eine noch viel größere Rolle. Wir haben aber auch das Problem Dual Use, auch das ist schon mehrfach angesprochen worden. Und wir haben auch die Frage, wie ist es eigentlich mit den nichtstaatlichen Akteuren? Wenn wir sehen, es ist schon so schwer, sich unter den Staaten auf bestimmte Normen und bestimmte Informationspflichten und gemeinsam zu verständigen, ist natürlich die Frage, wenn da schon so viel Uneinigkeit besteht, wie kann man das eben dann auch noch auf diese weitere untere Ebene der nichtstaatlichen Akteure wirksam machen? Und als letztes vielleicht unter diesem Stichwort noch, wir haben natürlich viele Abrüstungsregime und Rüstungskontrollregime, die sich sehr stark auf einen bestimmten Raum beziehen. Das hat natürlich auch viel mit dem Kalten Krieg zu tun, aber es ist auch klar, wenn es jetzt um diese neuen Militärtechnologien geht, dann spielt zum Beispiel China auch eine ganz große Rolle. Und da haben wir nicht so viele Formate, in denen wir und da schon viele gesicherte Standards haben, von denen aus man weiter diskutieren kann. Ein zweiter Punkt ist eben diese Frage, wie wird das Völkerrecht ausgelegt, wie wird das interpretiert, während sozusagen es einerseits die europäische Variante gibt. Auch das ist ja mehrfach auch klar gesagt worden, dass eben die gezielten Tötungen, wie sie derzeit von den USA verübt werden, in großem Maße auch völkerrechtswidrig sind und das Völkerrecht verletzen. Finde ich es immer ganz spannend, dass die Bundesregierung hat Herr Kress ja heute Morgen auch gesagt, auf parlamentarische Anfragen, was sie denn tut, um diese unterschiedlichen Positionen zu thematisieren, eventuell auch mal zu kritisieren, da doch sehr, sehr schwammig bleibt. Das ist ganz interessant, weil ich nämlich dann in der innenpolitischen Debatte in Deutschland durchaus beobachte, dass alle, die Bewaffnete drohen wollen, dann doch sehr klar sagen, wir würden sie aber niemals so einsetzen wie die USA und wir wollen das nur im Rahmen des Völkerrechts tun. Also da wird man dann doch relativ deutlich und da frage ich mich schon, warum man dann auch diesen Diskussionsprozess nicht nach außen führen kann. Ich würde noch vielleicht an der Stelle eine Behauptung, die ich heute auch mehrfach gehört habe, noch mal ganz kurz in Frage stellen. Auch das kann ich nicht zu Ende ausführen, aber es wird immer gesagt, die Frage um die Beschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr, sie habe wenig zu tun mit dem, was die USA tut. An dieser Stelle, da kann man, glaube ich, viel zu sagen. Ich würde das ein bisschen in Frage stellen. Aber man muss natürlich auch sehen, dass Deutschland ja nicht alleine operiert, ja, sondern immer im multinationalen Kontext mit den Verbündeten gemeinsam. Und da, glaube ich, kann man das dann eben doch nicht so ganz voneinander trennen. Und vielleicht als letzter Punkt, warum ich glaube, dass es schwierig ist mit der Machbarkeit und was mögliche Hindernisse sind. Es gibt natürlich, und das haben wir auch bei anderen Waffensystemen beobachtet, eine Art starken Sog. Jeder Staat ist gerade darauf bedacht, einen möglichst großen militärischen Vorteil zu erringen über sozusagen neue technologische Entwicklungen, dort eine Art Vorsprung zu entwickeln und zu haben. Und es gibt auch ja, die Gefahr des Rüstungswettlaufes, des Wettrüstens und dann natürlich auch wenig Bereitschaft, sich über solche Regeln, über Transparenz etc. dann auch auszutauschen. Ich halte das sozusagen für sogar eins der größten Hindernisse. Und ich finde es auch immer wieder spannend, dass ich auch als Politikerin sehr häufig gefragt werde, wenn es um Drohnen geht. Da ist eine zentrale Frage, wird Deutschland abgehängt? Und da sozusagen geht es nicht nur um die Frage der Fähigkeiten für die Bundeswehr, sondern da geht es eben auch um die Frage der Industrie und sozusagen der Rüstungsunternehmen. Und das ist, glaube ich, auch durchaus etwas, was Sie ja auch gerade angesprochen haben und was man in diesem Bereich nicht aus den Augen verlieren sollte. Trotzdem glaube ich, es ist machbar, es ist natürlich sehr schwierig, aber auch diese Beispiele sind ja heute schon angesprochen worden bei den Biowaffen, bei den Chemiewaffen, wo wir zum Beispiel auch in der Frage Dual Use durchaus ja auch Parallelen sehen können, ist es zu solchen Initiativen gekommen und deshalb glaube ich, wäre es jetzt wirklich die Zeit, dass man frühzeitig die Gefahren der Proliferation erkennt, die Gefahren der Aushöhlung des Völkerrechts angeht und da gemeinsam tätig wird und da würde ich mir auch wünschen, dass die Bundesregierung aus ihrem Dornröschenschlaf aufwacht. Herzlichen Dank, Frau Brugge. Herzlichen Dank, Frau Brugge. Sie sind vorbildhaft gewesen, in 7 Minuten zu sprechen. Ich hoffe, wir schaffen das alle. Mika Senko wäre der Nächste. Auch Sie haben in Ihrer Studie verschiedene Anregungen gegeben, wie die amerikanische Regierung
sich durch Selbstbindung ein gutes Vorbild sein kann. Sorry, you're asking how America can be a role model? That's Die haben in ihrer Studie vorgeschlagen, wie die USA zu einem Vorbild werden könnte. Nun, das nimmt ja an, dass die amerikanischen Politiken das sind, was man gerne kopieren möchte. Das ist ganz gefährlich. Präsident Obama hat meine Studien nicht gelesen. Da gibt es keine Beweise für. Ich arbeite für einen Think Tank, der nicht für die amerikanische Regierung spricht. Ich bekomme kein Geld von der amerikanischen Bundesregierung, leider, oder vielmehr glücklicherweise. Aber ich spreche gerne über diese Themen, die hier angesprochen wurden. Ich möchte einige der Fragen aufgreifen, die gestellt wurden. Zunächst einmal geht es um die Frage, was werden die Politiker über diese Themen denken? Und das Wichtigste, was man hier sagen muss, ist Folgendes. Ich habe im Capitol Hill viel Zeit verbracht. Ich habe mit Senatoren, Kongressabgeordneten gesprochen. Und es ist ganz schwierig, wirklich herauszuarbeiten, inwieweit sie nicht gewillt sind, die Dinge zu verstehen oder einfach unwissend sind, wie diese Technologien eingesetzt und entwickelt werden. Sowohl was die Worst-Case-Scenarios angeht und auch was für Effekte und Auswirkungen sie letztendlich haben. Und es geht letztendlich darum, dass man die Notwendigkeit und die Wichtigkeit herausstellt, dass man lernt. Man muss die Politiker damit konfrontieren. Was ist ihre Position zu diesen Technologien? Warum haben sie diese Position? Warum sollten sie integriert werden in eine breitere außenpolitische Zielsetzung? Und wenn man diese Fragen stellt, den Kongressabgeordneten, den Senatoren, dann müssen sie sich informieren, dann müssen sie sich bilden. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man tun kann. Denn Politiker nutzen ja Richtlinien. Und zwar bekommen auch Informationen von Stimmen, die sie wirklich erkennen und anerkennen. Wenn man also eine derartige Stimme ist, dann hört man einem zu. Wenn man eine solche Stimme nicht hat, dann eben nicht. Und eine Sache in den USA ist wichtig zu verstehen. Man trennt zwischen dem, was berichtet wird und was Politik ist. Es gibt eine Reihe von semi-verbundenen, informellen, formellen Studien des Ministeriums für Verteidigung, was diese entsprechenden Fähigkeiten angeht. Dann gibt es entsprechende Thinktanks auch in den USA, die halb verbunden sind mit den entsprechenden Ministerien. Aber was man sich im Pentagon erträumt teilweise, ist nicht unbedingt die US-amerikanische offizielle Politik. Also es gibt Politiken, es gibt Doktrinen und es gibt Beschlüsse. Wenn man sich die Worst-Case-Scenarios anschaut, wie diese automatischen Waffensysteme eingesetzt werden, dann findet man das eigentlich überall. Man findet auch entsprechende Alternativen, die besagen, das ist die offizielle US-amerikanische Politik. Also ein Finger wird immer am Abzug sein. Bei Drohnenattacken findet man das auch. Und man kann sagen, dass im Militär das ein hochumstrittenes Thema ist. Es gibt viele in entsprechenden Gruppen in der Luftwaffe und in der G8, G9. Das sind die Konzeptentwicklungsleute. Und auch im Pentagon sind Leute, die absolut sich gegen diese Drohnen aussprechen. Ich habe noch keinen auf Colonel-Ebene gesprochen oder darüber, der wirklich entsprechend sich dafür ausgesprochen hat. Das bedeutet natürlich nicht, dass Leute daran arbeiten und sich darüber Gedanken machen. Aber man muss natürlich sehen, dass unterschiedliche Leute in der US-amerikanischen Politik entsprechende Vorschläge gemacht haben, die in eine andere Richtung gehen. Dann das Thema, sollte es internationale Abkommen geben? Es stimmt, dass das passieren kann. Es gibt keinen Grund, warum es keine internationale Vereinbarung geben sollte. Eine Vereinbarung, die die Sorgen der unterschiedlichen Akteure berücksichtigt. USA, Israel, EU, China und weniger auch Russland. Wenn man die an Bord holt und ein Abkommen darüber schließt, dahingehend, was vollautonome, letale Maschinen bedeuten, das kann man natürlich tun. Aber was ist autonom? Da gibt es noch keine entsprechende Definition. Alle Waffensysteme sind mehr oder weniger in gewisser Hinsicht autonom. Das muss erst einmal definiert werden. Und dann gibt es einen Unterschied, wie Sie gesagt haben, entsprechende Anschläge und Verteidigungen durch diese unbemannten Maschinen. Ich denke, dass es nicht nur um Drohnen geht. Es geht um den Cyberspace. Es gibt viele Vertragsnehmer und andere, die an der Cyberspionage und den entsprechenden Fähigkeiten arbeiten. Diese Dinge entwickeln sich unglaublich schnell. Und die Wahrnehmung, dass die US-Beamten wissen, wo die Cyberattacken herkommen, das ist etwas, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Ein Beamter sagte mir, ja, üblicherweise wussten wir, wenn ein Land
uns angegriffen hat. Und dann kannten wir auch die entsprechende Einheit. Und jetzt kennen wir sogar den Tisch, auf dem die entsprechende Entscheidung getroffen wird. Das hat sich also verändert. Es geht um autonome, sofortige Reaktionen auf eine wahrgenommene Attacke auf das Netz. Hier gibt es einen direkten Angriff und man kann direkt feststellen, von welcher IP-Adresse dieser Angriff gefahren wurde. Also es ist eine Cyberattacke. Das ist sehr viel besorgniserregender als jegliche autonome Drohnensysteme. Aber dennoch wird das viel weniger diskutiert in ernsthafter Art und Weise. Dann wurde hier ein anderer Punkt angesprochen. Hier geht es um die Verbindung zwischen Konflikt und Technologie. Letztes Jahr starben 25.000 Leute an Gewalt weltweit, von denen starben 15.000 in bewaffneten Konflikten von Terrorismus. Und von diesen 15.000 starben 800 von Drohnenangriffen. Von diesen 100 wurden 0 von einer autonomen Drohne getötet oder von einem Cyberanschlag. Wenn man also wirklich das Leben von Menschen retten möchte, dann sieht man, dass es vorwiegend kriminelle Gewalt ist, die hier die Menschen tötet. Das sind keine Themen der internationalen Beziehungen, aber ich denke, das muss man im Auge behalten, wenn man über die Zukunft der Kriege spricht. Man hat mich gebeten, über die Zukunft der Kriege und unterschiedliche Szenarien zu erzählen. Und ich habe gesagt, das sieht im Grunde ähnlich aus wie in der Vergangenheit und auch wie in der Gegenwart. Wenn man sich also die Mittel der entsprechenden Waffensysteme anschaut, dann muss man bedenken, dass bestimmte Dinge sich in der Zukunft nicht verändern. Dann die Frage, was können europäische Regierungen, was kann Deutschland tun dahingehend? Ich kann sagen, was die USA angeht, dass eine, mit Ausnahme der Niederlande und Dänemark, was skandalös war, war die europäische Reaktion auf die letzten 11,5 Jahre auf diese Politik des Targeted Killings von Seiten der USA. Ich bin in New York, ich spreche zu den Menschen der unterschiedlichen UN-Missionen und sie kennen europäische Regierungen, die immer wieder dieses Thema auf den Tisch bringen mit ihren US-amerikanischen Kollegen. In der Botschaft in D.C., dann gibt es auch Diskussionen im Menschenrechtsrat in Genf, Niederlande, Dänemark, Ausnahme. Kein anderer hat das sonst angesprochen. Es wurden entsprechend 435 Targeted Killings ausgeführt, Pakistan, Somalia. Wenn man dagegen ist, gegen diese autonomen Drohnen, dass diese eingesetzt von den USA, Israel, China, Russland, dann ist ein Ort, an dem man beginnen kann, die Frage, wie verhält sich die USA heute? Und wenn man damit ein Problem hat, und man kann sich natürlich vorstellen, dass unterschiedliche Autonomien entsprechend hier autonome Waffen noch andere Probleme ausführen oder zu anderen Problemen führen können, dann sollte man sich vielleicht auch fragen, was passiert in der Zukunft und was ist in der Vergangenheit geschehen. Zum Kontext unserer Diskussion. Ich gebe das Wort an Herrn Nickel. Wenn Sie möchten, können Sie auf das Podium gehen. Vertreter des Auswärtigen Amtes, Beauftragter für Abrüstung und Rüstungskontrolle. Ja, vielen Dank, Herr Rieke. Vielen Dank, dass ich hier heute an dieser Veranstaltung teilnehmen kann. Es ist klar, dass Drohnen und bewaffnete Systeme in den letzten Monaten intensiv diskutiert worden sind und das ist auch gut so. Auch das Thema Cybersicherheit ist spätestens seit dem Angriff Stuxnet ins öffentliche Bewusstsein getreten und das war immerhin schon im Jahre 2010. Allen Bereichen ist gemein, dass die Technologie rasant voranschreitet und dass natürlich die Bedeutung unbemannter Flugzeuge und auch des Cyberraums leider zunehmen werden. Lassen Sie mich einige Thesen aufwerfen. Hier zunächst zu Drohnen. Drohnen sind Trägersysteme, keine Waffen als solche. Sie können für Flugzeuge, wie Flugzeuge für verschiedene Zwecke genutzt werden. Die Bundeswehr nutzt seit einigen Jahren unbewaffnete Drohnen zur Aufklärung. Sie dienen dem Schutz unserer Soldaten und denen unserer Verbündeten im Einsatz, so wie es der Deutsche Bundestag beschlossen hat. Wenn Drohnen bewaffnet werden, gilt für ihren Einsatz ebenso wie für Kampfflugzeuge oder jede andere Waffenart das Völkerrecht. Das heißt insbesondere, dass der Einsatz den Prinzipien des humanitären Völkerrechts entsprechen muss. Vor allem darf die Zivilbevölkerung nicht unterschiedlos angegriffen werden. Die Bundesregierung setzt sich gegenwärtig dafür ein, dass die Meldepflichten für Unbemannten den bemannten Systemen im wichtigen VN-Transparenzinstrument, dem VN-Waffenregister, gleichgestellt werden. Das Gleiche versuchen wir im Blick auf die anderen Transparenz- und Rüstungskontrollinstrumente, wie zum Beispiel der KSE-Vertrag
und das Wiener Dokument. Andere Konventionen wie das Chemiewaffenübereinkommen oder das Biologieübereinkommen finden ihre Anwendung ebenfalls gleichermaßen auf bemannte wie unbemannte Systeme. Es stellen sich aber weitere ethische und völkerrechtliche Fragen, insbesondere wie zu gewährleisten ist, dass der Mensch verantwortlich bleibt für alle Entscheidungen im Zusammenhang mit Drohnen. Bewaffnete Systeme dürfen sich nicht verselbstständigen. Bundesminister Westerwelle hat sehr deutlich gewarnt und ich zitiere: Ich möchte nicht, dass menschliche Entscheidungen ausgeschaltet werden und wir uns in eine Richtung entwickeln, an deren Ende automatische, computergesteuerte Kampfeinsätze stehen. Damit bin ich bei den autonomen militärischen Systemen. Ich begrüße die angestoßene Debatte zur Automatisierung bewaffneter Systeme ausdrücklich. Human Rights Watch hat hier wichtige Fragen aufgeworfen und auch der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen, Christoph Heinz, hat hierzu kürzlich einen sehr guten Bericht vorgestellt. Auch für autonome Systeme gelten die vom Völkerrecht gesetzten Grenzen. Bewaffnete Einsätze dürfen nicht von Maschinen entschieden werden. Der Mensch muss stets in der Verantwortung bleiben und dafür gerade stehen. Wenn das nicht der Fall wäre, wäre das völkerrechtswidrig. Eine generelle Ächtung von autonomen Systemen oder, wie Heinz es fordert, ein Moratorium bei der Entwicklung stößt dennoch auf Schwierigkeiten. Und das wurde auch hier eben heute schon gesagt. Autonome Systeme besitzen Dual-Use-Eigenschaft. Eine Vielzahl ziviler Maschinen, von Rasenmähern bis Flugzeugen, bewegen sich autonom. Eine Verhinderung technischer Entwicklung allgemein ist daher wenig realistisch. Rüstungskontrollabkommen sind zumeist dann erfolgreich, wenn ein staatenübergreifender Konsens besteht, dass Waffen obsolet sind. Bei Systemen, die sich gerade erst entwickeln und gegebenenfalls sogar Vorteile, etwa beim Schutz von Soldaten oder bei der Aufklärung, mit sich bringen können, sind die Widerstände gegen internationale Vereinbarungen deutlich größer. Die Forderung einer Weiterentwicklung des Völkerrechts mit Blick auf autonome Systeme hat auch ihre Risiken. Die vorhandenen Standards gelten unabhängig von der Beschaffenheit der Waffe. Das Unterscheidungsgebot, das Gebot des Schutzes der Zivilbevölkerung und das Verbot der Verursachung übermäßigen Leidens gelten unabhängig davon, ob ein Angriff von Kampfrobotern oder Macheten ausgeführt wird. Wir wollen die erreichten Standards keineswegs der Gefahr aussetzen, aufgeweicht zu werden. Was wir brauchen, ist eine fortgesetzte Debatte und weitestmögliche Transparenz bei Verfahren und Kriterien. Der Bericht des Sonderberichterstatters Heinz hat hier eine Reihe von wichtigen Empfehlungen gegeben. Dazu gehört zum Beispiel die Errichtung eines Gremiums internationaler Experten zur Erarbeitung von Richtlinien und Empfehlungen. Seinen Forderungen nach einer Erklärung zur Bekräftigung des humanitären Völkerrechts können wir nur zustimmen. Nun konkret zur Frage nach Konventionen zur Vermeidung bestimmter Einzeltaktiken, sogenannter gezielter Tötungen, Targeted Killings. Ob eine konkrete gezielte Tötung durch den Einsatz von sogenannten Drohnen dem Völkerrecht entspricht, lässt sich nicht allgemein beantworten, sondern nur im Einzelfall bei Kenntnis aller relevanten Tatsachen. Die Bewertung hängt vom Zusammenhang ab, insbesondere davon, ob sie in einem bewaffneten Konflikt oder aber außerhalb eines bewaffneten Konfliktes durchgeführt werden. Schematisch gesagt, das Friedensvölkerrecht verbietet grundsätzlich die Tötung von Menschen. Das Recht im bewaffneten Konflikt erlaubt hingegen die Tötung des militärischen Gegners. Beurteilungsmaßstab ist das humanitäre Völkerrecht. In einem bewaffneten Konflikt dürfen militärische Gegner auch außerhalb der Teilnahme an konkreten Feindseligkeiten auf der Grundlage und nach Maßgabe des humanitären Völkerrechts gezielt bekämpft werden. Gezielte Tötungen außerhalb bewaffneter Konflikte sind grundsätzlich unzulässig. Den Kriterien des humanitären Völkerrechts entsprechend kommt es für das Vorliegen eines bewaffneten Konfliktes in erster Linie auf die Dauer und die Intensität der bewaffneten Auseinandersetzung sowie auf die Anzahl und Struktur der Kämpfe an. Eine darüber hinausgehende Forderung nach Vermeidung bestimmter Einzeltaktiken wie etwa gezielter Tötung durch explizite völkerrechtliche Verträge erscheint relativ schwer durchsetzbar, auch wenn sie humanitär, das möchte ich betonen, wünschenswert wäre. Einsatztaktiken sind schwer abgrenzbar. Sie sind damit auch völkerrechtlich kaum einzuhegen. Es gibt keine Präzedenzen für völkerrechtliche Verbote von Einsatztaktiken. Auch sind die Erfahrungen im Völkerrecht mit vorbeugenden Einsatzbeschränkungen gewisser technischer Konzepte im bewaffneten Konflikt uneinheitlich. Zwar war das Verbot des Einsatzes von blindmachenden Laserwaffen relativ erfolgreich. Demgegenüber steht jedoch der gescheiterte Versuch, den Einsatz umweltveränderter Techniken im bewaffneten Konflikt auf ein solides völkerrechtliches Fundament zu setzen. Erfolgversprechend erscheint es, entsprechend den Empfehlungen des Heinz-Berichtes mit der Erarbeitung
Experten mit der Erarbeitung von Empfehlungen zu beauftragen, wie die menschliche Kontrolle über bewaffnete Systeme gewährleistet werden kann. Noch ganz kurz zwei Worte zur Cybersicherheit. Der militärische Einsatz von Cybertechnik wirft eine Reihe ähnlicher Fragen auf. Cybertechnologie hat die Dual-Use-Eigenschaft mit Robotern gemein. Eine zahlenmäßige Beschränkung im Cyberbereich erscheint deswegen schwierig. Die traditionellen Muster der Rüstungskontrolle greifen nicht. Außerdem sind wir im Cyberraum mit einer Vielzahl von Akteuren konfrontiert. Neben den Cyber-Großmächten gibt es eine Vielzahl von Staaten, Hackergruppen und Individuen. Hinzu kommt die Attributionsproblematik. Die wahren Auftraggeber eines Angriffs sind oft, wenn überhaupt, nur mit größter Mühe zu ermitteln. Was ergibt sich daraus für unsere Politik? Wir müssen unsere Schutzmaßnahmen stärken, wir müssen unsere Infrastruktur robust auslegen gegen mögliche Cyberangriffe. Zweitens, wir müssen einen universellen Rahmen für rechtmäßiges Verhalten im Cyberraum definieren. Auch im Cyberraum gelten für staatliches Verhalten die Prinzipien der UN-Charta. Staaten sind auch für die ihnen zurechenbaren Aktivitäten nichtstaatlicher Individuen und Akteure im Cyberraum verantwortlich. Solange Rüstungskontrolle nicht greift, müssen wir versuchen, Vertrauens- und Sicherheitsbildung auf den Cyberraum zu übertragen. Typischerweise beinhalten solche Maßnahmen den Austausch von Informationen und die Einrichtung von Krisenkommunikationskanälen. Eine entsprechende Regierungsexpertengruppe der Vereinten Nationen hat zu diesem Komplex kürzlich sehr gute Vorschläge gemacht, unter übrigens Beteiligung Deutschlands. Als gemeinsamer Nenner und als Konstante angesichts der vorhersehbaren Entwicklung sehe ich vor allem die Notwendigkeit, nicht sich nur ausschließlich mit Mitteln zu beschäftigen, sondern vor allem Strategien der Konfliktverhinderung und Beilegung, Dialog und Transparenz, Vertrauensbildung insgesamt voranzubringen. Diese Elemente sind umso wichtiger, je unübersichtlicher das Feld der künftigen Entwicklungen ist. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Nicke. Als letzten Sprecher bitte ich Danny Rothschild, sich zu äußern, wahrscheinlich mit viel Erfahrung aus der praktischen militärischen Arbeit zu den Themen hier. Thank you and thank you for having me here. Vielen Dank für die Einladung. Seit gestern wohne ich dieser interessanten Debatte bei und das war für mich sehr inspirierend, dieser Konferenz zuzuhören. Und wir haben uns ja mit Themen befasst, die wir erst vor kurzem wirklich wahrgenommen haben. Ich habe kein Problem mit denjenigen, die sagen, dass man keine Armee braucht und keinen Krieg und so weiter. Und wenn es keinen Krieg gäbe, dann würden die unschuldigen Menschen nicht getötet werden. Also da habe ich nichts entgegenzusetzen. Aber ich finde dennoch, dass sie falsch liegen. Also ich kann mich auseinandersetzen jedoch mit denen, die denken, wir haben natürlich immer noch Feinde und wir brauchen Armeen, aber wir müssen die modernen Technologien einschränken. Wie wir es eben versäumt haben mit der Technologie, die wir bis jetzt benutzen und die wir in der Vergangenheit benutzt haben. Noch ein paar Kommentare dazu. Es ist sehr schwierig, in die Zukunft zu blicken und alles vorauszusehen. Das digitale Computerzeitalter kam erst in den letzten 50 Jahren auf und hat unsere Technologien erst ins Leben gerufen. Aber in der Zukunft geht es um Quantencomputerisierung. Und das ermöglicht dann wahrhaftig autonome Roboter, die dann ans Werke gehen. Und bis heute gibt es noch keine autonomen Roboter auf den Kriegsschauplätzen. Also es gibt halbautonome Roboter. Das bedeutet dann, dass das Roboter sind, ob nun Drohnen oder andere Roboter. Und wir konzentrieren uns hier auf Drohnen. Aber auf dem Schlachtfeld gibt es noch zahlreiche andere halbautonome Maschinen, bei denen jeweils die intelligenten Entscheidungen von Menschen getroffen werden. Und in diesem Sinne
machen Sie Folgendes. Sie beschränken sich darauf, in der Lage zu sein, einige der problematischsten Probleme zu überwinden, vor denen wir Angst haben bei konventionellen Waffen. Was sind denn diese Fragestellungen oder was sind diese Sachen, vor denen wir Angst haben? Zum einen der Kollateralschaden. Bei traditionellen Kampfhandlungen gab es riesige Kollateralschäden. Man schickt eine F-16 in die Luft, um ein Ziel zu bombardieren. Und der Kollateralschaden, der dann in der Umgebung stattfindet und die Anzahl der Unschuldigen, die dabei getötet werden, ist sehr hoch. Das ist ein Aspekt. Eine Sache, die durch Roboter und Drohnen aufgelöst werden kann. Denn da gibt es sehr geringen Kollateralschaden beim Einsatz von Drohnen. Und sie werden immer ausgefeilter in ihrer Technologie mit der fortschreitenden Zeit. Und die Menge des Kollateralschadens wird fast auf null gesenkt. Zweite Sache, da geht es um die Tötung Unschuldiger. Schauen Sie sich an, was wir derzeit machen. Wir stellen uns jetzt hin und wehren uns gegen Roboter. Das war nicht der Fall, als es Panzer gab oder Infanteriebataillons oder normale Schlachtfelder. Und da konnte man ja gar nicht unterscheiden, wer unschuldig ist und wer nicht. Zum ersten Mal ist es auf dem Schlachtfeld so, dass die Roboter diese Unterscheidung treffen können, wer unschuldig ist und wer nicht. Und zwar sehr genau und akkurat. Und im Laufe der Zeit wird das Ganze noch genauer werden. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass die öffentliche Debatte entscheidend ist. Es ist wichtiger, öffentlich zu debattieren, als die politische Debatte unter Politikern und Staaten. Denn nur die öffentliche Diskussion kann von unten nach oben Druck ausüben auf die Entscheidungsträger zu diesem Thema und können Veränderungen in Gang setzen. Und ich kann Ihnen sagen, dass es aus unserer Erfahrung in Israel so ist, dass die öffentliche Diskussion in Israel über die Anwendung von Kampfdrohnen mit sich gebracht hat, dass das Niveau der Genehmigung eines Einsatzes anders wurde. In der Vergangenheit war das die Hand eines Kommandeurs auf dem Schlachtfeld. Und heute muss das 6 Ebenen der Genehmigung durchlaufen. Und am Ende steht die politische Ebene. Meistens ist das der Verteidigungsminister, oft ist es auch der Premierminister. Und das hat die öffentliche Debatte geschafft in diesem Sinne. Und ich bin der Meinung, dass das sehr wichtig ist. Noch ein letztes abschließendes Wort dazu, zu diesen internationalen Abkommen, Übereinkünften und Konventionen. Ich denke, die sind intakt, die sind da. Wir müssen mit ihnen umgehen. Wir müssen welche vorbereiten, ob das nun in den Vereinten Nationen ist, in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Europa, wo auch immer. Wir müssen verstehen, dass wir in gewisser Weise hier mit uns selbst spielen, denn auf der anderen Seite bin ich mir nicht sicher, dass Al-Qaida oder andere Terroristenorganisationen diese Verträge unterschreiben würden. Also können wir uns natürlich selbst den Kopf zerbrechen und wir können das selbst unter uns ausmachen, da unsere Moral ein Grad des Verständnisses erzielt hat, dessen, was richtig und was falsch ist. Aber ich bin mir nicht sicher, dass wir das auf der anderen Seite vorfinden würden, dass die andere Seite eben bereit wäre, diese Übereinkünfte zu unterzeichnen. Dankeschön. Ich danke Ihnen für Ihre knappen und präzisen Einführungen. Ich möchte jetzt gerne nochmal Fragen an Sie richten, um zu schauen, ob wir vielleicht die Widersprüche ein bisschen stärker herausarbeiten können. Ich hatte den Eindruck, dass Frau Brucker und Herr Nickel im Prinzip für die gleiche Sache sind, aber ich fand Frau Brucker ein bisschen optimistischer, was die Möglichkeiten und die Einigungsmöglichkeiten der Rüstungskontrolle angeht, als Sie, Herr Nickel. Ich habe ja gedacht, also eigentlich wären Sie ein bisschen
engagierter bei dieser, also nicht engagierter, sondern optimistischer bei dieser schönen neuen Agenda dabei. Aber ich habe gesehen, dass Sie wahrscheinlich auch aus der praktischen Arbeit eine Menge Zweifel haben. Was wären denn Ihrer Meinung nach, wenn ich die Frage mal an Sie beide richte, die Interessen, auch Interessengegensätze derjenigen, die diese Technologie haben und dann weiterentwickeln und derjenigen, die sie nicht haben? Vor allen Dingen, was solche Schwellen wie die Autonomisierung angeht. Gibt es da überhaupt Interessenüberschneidung? Gibt es eine Grauzone, mit der man arbeiten kann, Frau Brugger? Ja, vielleicht ist Botschafter Nickel ein bisschen optimistischer, weil er das dann immer im Kleinen verhandeln muss und sozusagen die Hürden ganz besonders gut kennt. Wie gesagt, habe ja verschiedene Schwierigkeiten aufgezeigt. Also ich glaube auch nicht, dass das ein kurzer Prozess ist und dass es da eine schnelle Einigung gibt. Aber ich glaube schon, dass es die ganz sicher nicht geben wird, wenn nicht verschiedene Akteure, und da sehe ich Deutschland schon auch in der Verantwortung, auch sich auf den Weg begeben werden und diesen Prozess anstoßen werden und das sozusagen auch mit ein bisschen mehr Druck tun werden, als wie ich finde, diese Bundesregierung das derzeit betreibt. Weil ich würde schon dem Statement widersprechen, dass wenn man, natürlich teile ich die Vision einer Welt, ohne Waffen und ohne Krieg, wer tut das nicht? Das wäre natürlich wünschenswert. Wir sind leider weit davon entfernt. Ich glaube aber schon, dass man sich auch bei neuen technologischen Entwicklungen, bei bestimmten Waffenformen, die Frage stellen muss, welche Auswirkungen hat das? Und wir haben das ja bei anderen Waffenarten gesehen, dass sie die Kriegsführung verändert haben. Bei Landminen, ja, wir haben die Atomwaffen, wo wir auch sagen, das ist, glaube ich, denke ich, mit das Schlimmste, was die Menschheit entwickelt hat. Und so eine Entwicklung wieder rückgängig zu machen und im Nachhinein einzuhegen, und zu erkennen, dass sie falsch war, das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess und wir hätten jetzt die Chance, sozusagen in weiser Voraussicht hier bestimmte Weichen zu stellen, bestimmte Entwicklungen einzugrenzen, einzuhegen, weil ich auch glaube, dass die Frage der Proliferation wirklich völlig unterbewertet wird, wenn in einer Zeit, wo jeder Staat irgendwie guckt, wie er seine eigenen militärischen Fähigkeiten zu seinem eigenen Vorteil weiterentwickeln kann. Aber eben diese Frage, was ist eigentlich, wenn alle Staaten über diese Technologien verfügen und die sich noch weiter verbreiten, bevor wir hier bestimmte Grenzen einziehen, ist, glaube ich, eigentlich die entscheidende, die man sich heute stellen müsste und nicht erst übermorgen. Herr Nickel? Ja. Ist an? Ja, okay, Entschuldigung. Ja, also ich glaube, ich würde mal drei Punkte sehen, warum wir unterschiedlicher Meinung sind. Erstens mal, Frau Brugger gehört zur Opposition. Zweitens ist sie eine Menge jünger als ich. Und drittens ist sie, bin ich ein Praktiker, der halt in der Tat, wie Sie auch selbst gesagt haben, die Dinge am Ende verhandeln muss, wenn wir denn soweit sind. Nein, aber Spaß beiseite. Ich glaube, wir dürfen die Interessen, die dagegen stehen, wirklich nicht unterschätzen. Und es ist ja auch hier in dem Panel schon deutlich geworden, welche besonderen Interessen es gibt und auch welche Vorteile gegebenenfalls einige Staaten bei diesen Dingen sehen. Und General Rothschild hat das ja auch sehr deutlich angesprochen. Und ich habe auch versucht, in meinem Vortrag einige dieser Punkte hervorzuheben. Also man muss sich damit auseinandersetzen, dass hier starke Interessen einem gegenüberstehen. Wenn man Rüstungskontrolle über auch einen längeren Zeitraum beobachtet, dann glaube ich, dass der entscheidende Punkt ist, also wann ist Rüstungskontrolle erfolgreich? Rüstungskontrolle ist dann erfolgreich, wenn bestimmte Systeme obsolet sind, Stichwort Nuklearwaffen, wo man mehr und mehr sieht, dass die konventionellen Waffen so stark sind, dass man die Nuklearwaffen nicht mehr braucht. Also werden bis zum gewissen Grade, kann man sich an diese Dinge ranmachen. Oder aber wenn bestimmte Dinge überschätzt werden in ihrem Wert. Also das trifft zum Beispiel die humanitäre Rüstungskontrolle, Landminen und so weiter, weil es eben da ganz andere Entwicklungen gegeben hat. Also ich glaube, da ist die Rüstungskontrolle besonders erfolgreich. Da, wo sie nicht in der Vergangenheit nicht erfolgreich gewesen ist, ist es bei der Begrenzung oder Einhegung von neuen technologischen Entwicklungen. Es ist
beim Weltraumvertrag gelungen, in einem frühen Stadium, wo sowieso noch keiner in der Lage war, irgendwelche Dinge zu tun, bestimmte Einhegungen zu erreichen. Aber ansonsten ist es gerade bei neuen technologischen Entwicklungen sehr, sehr schwer gewesen, weil eben starke politische, auch industriepolitische und andere Interessen dahinter stehen. Ich kann allerdings allen hier versichern, dass ich sicherlich kein Dornröschen bin, so wie das jetzt aus dem Schlaf aufwachen muss. Die Bundesregierung, und das habe ich ja auch deutlich gemacht, bemüht sich im Moment vor allen Dingen darum, also in einigen Bereichen sind ja Drohnen schon verboten, chemische Waffen, biologische Waffen, unbemannte Flugkörper schon verboten. Wir bemühen uns um die VN-Transparenzregister, also VN-Waffenregister, das einzuführen, gegen erhebliche Widerstände im Übrigen. Wir versuchen es im KSE-Vertrag, beim Wiener Dokument, all da schon, und das handelt sich um reine Transparenzinstrumente, insofern als KSE die Limits so hoch sind, dass da also kein Problem besteht. Aber auch da schon gibt es enorme Schwierigkeiten, also von Einhegung ganz zu schweigen. Also insofern glaube ich, sollte man jetzt die konkreten Schritte, die da aufgeworfen sind, aufgreifen. Also etwa der Heinz-Report, der ja also in Einsetzung einer Expertengruppe fordert. Warum können wir nicht wie bei Cyber eine Regierungsexpertengruppe gründen, die eben sich mal mit diesen Problemen befasst, um auch mal die verschiedenen Akteure an Bord zu bringen? Ich glaube, das wären erste konkrete Schritte, die wir tun könnten und die wir tun sollten, um in dieser Sache voranzukommen. Ich warne davor, den fünften oder den sechsten Schritt vor dem ersten zu machen. Dankeschön. Eine Frage an Herrn Senko und Herrn Rothschild. Auch mit Blick auf die Interessenlagen, die vor einer Konvention oder einer Befassung der Rüstungskontrolle mit unbemannter Kriegführung zum Tragen kommen. Herr Senko, Sie haben in Ihrer Studie angeregt oder argumentiert, dass Amerika mit einer Zurückhaltung beim Einsatz der Drohnenanwendung ja auch eine Art moralisches Beispiel abliefern kann. Meine Frage wäre, sind Sie optimistisch, dass Amerika aus dieser Sichtweise heraus auf den exzessiven Einsatz von Drohnen verzichtet, vielleicht auch eine wachsende Vorsicht aufnimmt, wenn es um die Weiterentwicklung, Autonomisierung, Miniaturisierung und so weiter geht? Glauben Sie, das wäre denkbar, wenn andere Staaten das nicht tun? Würde Amerika in Vorleistung gehen, wenn andere Staaten wie zum Beispiel China, aber auch Israel sich auf diesem Markt eben vorne bewegen? Und an Herrn Rothschild die gleiche Frage, aber auch, wie wäre das mit dem moralischen Vorbild, wenn, sagen wir mal, eine Reihe von Staaten, die USA, aber auch andere wie Deutschland, sagen, wir wollen das nicht und wir halten diese Technologie für gefährlich. Wäre die israelische Regierung davon beeindruckt? Ja, ich beginne mal. Wenn man auf die USA zählt als Vorbild, dann wäre das verrückt. Das sollte man wirklich nicht tun. Ähnlich sollte man sich auch nicht nur auf die internationalen Institutionen wie die UN verlassen, als Ort, wo man diese Diskussionen in Bezug auf Konventionen zur Reduzierung von Waffen führen sollte. In den USA gibt es einen politischen Kampf. Es ist eine umstrittene Sache, wie diese Systeme eingesetzt werden können. Ob sie eingesetzt werden in einem autonomen Angriff in größeren Zahlen oder in kleineren Zahlen, hat damit zu tun, ob es den Glauben gibt, dass hier eine militärische Mission erfüllt wird. Derzeit investiert die USA nicht. Nun, die Ausgaben gehen runter in der Air Force, in der Navy in den nächsten 5 Jahren, einfach weil wir kein Geld mehr haben, auch für andere Dinge nicht. Und weil wir kein Geld mehr haben, verfolgen wir keine Projekte mehr, die außerhalb der Traditionen liegen. Viele Militärs würden hier ganz gerne anders operieren. Aber das erste Land, das autonome Drohnen für Angriffe vorstellen würde und das uns sagen würde, dass sie nicht entsprechend eingesetzt würden, könnten vielleicht dann Vorbilder werden. Ich weiß nicht aber, ob Russland und so weiter hier wirklich die Vorreiterrolle übernehmen könnten. Ja, um Ihre Frage zu beantworten, natürlich gibt es Lektionen für die USA und für Europa und andere. Dies vorausgeschickt ist Israel dennoch in einer absolut anderen Situation.
Wir stehen vor Bedrohungen, denen wir uns stellen müssen, und zwar auf täglicher Basis. Wir haben etwas herausgegeben, das wir in unserem Rechtssystem eine Zeitbombe nennen. Das bedeutet, wenn man eine Information hat, dass eine Bombe tickt, eine tickende Bombe kann jemand sein, der das Haus verlässt, um einen Selbstmordanschlag in einem Bus in Tel Aviv oder anderswo zu verüben. Und ich bin nicht sicher, dass wir irgendjemandem zuhören würden, der sagt, hier darf nicht zugeschlagen werden. Also es gibt viel Schwarz und Weiß, aber es gibt auch eine Grauzone dazwischen. Und alles muss entsprechend mit viel Gespür und Vernunft angegangen werden und mit viel Sensibilität. Aber schlussendlich ist es so, dass jedes Land das Recht hat, sich selbst zu verteidigen und seine Bevölkerung zu verteidigen. Und in dieser Hinsicht sollte alles getan werden. Für Fragen und Antwort. Deswegen möchte ich ganz gerne die Diskussion ins Publikum tragen. Und schaue mich mal um. Ich habe bereits eine Frage da vorne. Wer möchte sich noch auf die Liste setzen? Für die erste Fragenrunde. Dann erst mal dort, bitte. Danke sehr. Ich habe eine Frage an Herrn Rothschild. Herr Rothschild, wir kennen ja die UN-Blauhelm-Soldateneinsatz. So mache ich mir jetzt eine einfache Vorstellung. Wäre es Ihnen auch vorstellbar, im Nahen Osten so eine Art Drohneneinsatz bewaffnet zu gewährleisten, die als UNO-Blauhelm-Einsatz fungieren würden, in einer Moderationsrolle oder als Instrument der UNO als Moderation in dem Raum? Man könnte sich natürlich sehr viele positive Effekte sich auch dabei vorstellen, also von Personaleinsatz, von Kosten und natürlich viele Sicherheitsfragen könnte ich mir auch dadurch klären und auch für Europäer könnte ich mir auch gewisse Friedensaspekte mir auch vorstellen, dass da halt mit den Nachbarländern die behaupteten oder tatsächlichen Gefahren vielleicht ein bisschen unter Kontrolle wären. Und somit könnte man auch vorstellen, was Herr Nickel angesetzt hat, auf einzelnen Regierungsebenen halt so ein Expertengremien auch zu entwickeln, die in dieser UNO-Einsatz halt auch sich einbringen könnten. Ihnen vorstellbar? Das ist jetzt sehr, sehr theoretisch. Aber in Ihrer Frage bezogen Sie sich nicht direkt auf die Anwendung von Systemen, von unbemannten Systemen im Krieg? Doch, unbemannte Systeme, bewaffnete Systeme, ja. Gut, danke. Weitere Fragen? Also ich würde gerne dann noch, um die Runde gewissermaßen voll zu machen, eine Frage an Frau Brugger weitergeben, weil es ja auch in dem Antrag, den Sie mit verantwortet haben, relativ klar gesagt wird, dass die Bundesregierung sich keine bewaffneten Drohnen zulegen soll. Da würden Sie natürlich dem Argument begegnen, dass wenn man einmal entschieden hat, dass Bundeswehrsoldaten sich in einem Einsatz befinden, der eben auch kriegerische Aspekte annehmen kann, wie würden Sie da argumentieren, wenn das Argument kommt, naja, die Einsatzethik gebietet es eigentlich, dass die Soldaten optimal ausgerüstet werden und warum verweigern wir ihnen diese Technologie, also ein Argument, das Herr Rothschild eben aufgebracht hat. Ich würde das Wort zuerst an Herrn Rothschild geben, weil die Frage auch an Sie gerichtet war und dann Frau Brugger. Nun, wenn die Frage war, können die Blauhelme der UNO im Nahen Osten operieren, um moralische Probleme zu lösen, indem man UNO-Standards anwendet, wollen Sie deutsche Soldaten sehen? Was ist denn die UNO? Die UNO besteht aus Soldaten aus der gesamten Welt. Das heißt, wenn Sie deutsche Soldaten auffordern, in den Gazastreifen zu gehen oder auf die Golanhöhen in Syrien,
und sie auffordern, dort deutsche Regeln auszuüben auf den Golanhöhen, dann sind sie in einem ganz schwierigen Feld für Deutschland. Ich wollte die Analogie von den Blauhelmsoldaten haben für den Einsatz von Drohnen als Aufklärung, Kontrolle dort in diesem großen Nahosttraum. Also jetzt keine deutsche Soldateneinsatz vor Ort, sondern einfach Drohneneinsatz als Aufklärungsinstrumentarium. Der Einsatz von Drohnen unter dem Kommando einer Blauhelm-Operation zum Beispiel, Analogie. Im Nahen und Mittleren Osten. Das ist mir egal. Das ist eine Zusammenschluss von zivilen Regierungen als Expertenrunde, ja? Okay. Die dann halt diese Drohneneinsatz im Nahen Osten haben, damit man halt auch von also Europa quasi eine gewisse Friedenssicherung hat. Ein international kommandierter ja. Drohneneinsatz, genau. Vielleicht ja. Auch um die nationale Verfügung über Drohnen. I really don't understand. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Verzeihung. Tut mir leid. Vielleicht bin ich das. Vielleicht liegt es an mir oder an Ihnen. Nickel, ich wollte gar nicht Sie als Dornröschen bezeichnen, sondern eher Ihren Chef, den Herrn Westerwelle. Nein, aber Sie haben das ja auch, in Ihrem Vortrag haben Sie es ja auch wieder sehr schön begründet, dass eben gezielte Tötung außerhalb von bewaffneten Konflikten der Rechtsauffassung der Bundesregierung nach ja völkerrechtswidrig sind. Aber trotzdem, also da bin ich bei diesem Punkt, frage ich mich dann, warum wir das dann eigentlich unserem Partner der USA gegenüber dann auch nicht sozusagen zu Ende denken und diese Frage dann auch offen und durchaus dann natürlich auch kritisch thematisieren. Aber zur Frage Schutz der Soldatinnen und Soldaten. Also wir haben einen sehr langen Diskussionsprozess bei uns in der Fraktion gehabt, auch um die Frage der bewaffneten Drohnen für die Bundeswehr. Und ich will auf den ersten Blick sagen, der Schutz der Soldatinnen und Soldaten, das ist kein Argument, das man einfach so vom Tisch wischt, auch wenn man weil ich empfinde das auch so und ich glaube, es geht auch vielen Kolleginnen und Kollegen so, dass die Frage der Auslandseinsätze unter ganz vielen Gesichtspunkten wirklich mit einer der Entscheidungen für das Parlament, für den einzelnen Abgeordneten ist, die einen wirklich sehr intensiv beschäftigt, die wirklich da ans Gewissen und ans Herz geht und da macht man sich schon Gedanken. Auf der anderen Seite muss ich an der Stelle auch sagen, damit wird auch viel Emotion geschürt. Also wenn ich mir von einigen CDU-Abgeordneten anhören muss, weil ich mich dann in der Konsequenz, in der Abwägung aller Argumente dafür entschieden habe, nicht zu wollen, dass die Bundeswehr bewaffnete Drohnen hat, mir sei der Schutz der Soldatinnen und Soldaten egal. Da werde ich dann auch wirklich sauer, vor allem wenn das auch noch Leute sind, die den Kauf von gepanzerten Fahrzeugen aus industriepolitischen Gründen verzögert haben, wo wir alle wissen, dass das in Afghanistan wirklich ein wichtiger Beitrag zum Schutz der Soldatinnen und Soldaten gewesen wäre. Und ich als jemand, der den Einsatz abgelehnt hat, den zugestimmt hat. Trotzdem muss man sich, glaube ich, die Frage stellen, warum man, also welche Konsequenzen es insgesamt hat, welche Gefahren diese neuen Technologien mitbringen und ob man möchte, dass Deutschland Teil dieses Rüstungswettlaufes ist oder ob es nicht eben sinnvoller wäre und glaubwürdiger wäre, hier im Anbetracht der Gefahren, im Anbetracht dessen, dass eben auch durch die Verbreitung dieser neuen Technologie das Völkerrecht in einem ganz großen Maße mittlerweile ausgehöhlt wird, es nicht besser wäre, auf die Beschaffung bewaffneter Drohnen zu verzichten. Und an der Stelle ist es, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, ich finde, wenn man ein neues Waffensystem beschafft, dann muss man irgendwie eine klare sicherheitspolitische Begründung dafür liefern, warum man das braucht und man muss eben auch die friedenspolitischen Argumente wägen und da finde ich auch, ist de Maizière eigentlich eine klare Begründung schuldig geblieben, weil es wird immer mit dem Afghanistan-Einsatz in seiner jetzigen Form argumentiert, das soll ja aber 2014 enden und ich habe auch mal gefragt, wie oft eigentlich in Afghanistan bewaffnete Drohnen der Verbündeten angefordert wurden und das waren zwei Fälle und da war auch nicht unmittelbar das Leben der Soldatinnen und Soldaten bedroht, also ich würde schon gerne dann auch das konkrete Einsatzszenario hören, wofür diese bewaffneten Drohnen beschafft werden sollen. Und ich glaube, vor dem Hintergrund muss man dieses Schutzargument auch in Wägung aller anderen Argumente betrachten. Herzlichen Dank. Ich muss sagen, meine Augen sind ein bisschen kurz, um alle zu sehen, die sich melden. Ich habe leider keine Drohnen zur Verfügung, die mir bei der Aufklärung helfen. Aber ich sehe, dass da vorne eine Meldung ist. Und ich bitte Sie, heftig zu wedeln, damit ich Sie gut erkennen kann. Okay, also ich bin Juliane Katharina Rautenberg. Ich habe jetzt leider... Halten Sie das Mikro nah an den Mund. Okay, leider nur die letzten 20, 30 Minuten zugehört.
Das andere habe ich mir gespart. Interessant ist, es ging ja um die Vorbildfunktion ein Stück weit. Ob andere Staaten nicht Vorbild sein können, indem sie diese Dinge ablehnen. Und dann kam die Aussage, dass die USA an ihre Mission glauben, also an die auch militärische Mission glauben. Ich finde, man kann an Gott glauben, aber nicht an eine militärische Mission vielleicht. Und daran anschließend wurde gesagt, dass die Dinge aus diesem Glauben heraus nicht in der UNO verhandelt werden sollten. Schade eigentlich, weil dazu war es gedacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann zu Israel. Da wurde gesagt, dass Israel sich als Einzelfall betrachtet und sich ständig bedroht fühlt und daraufhin sich auch nicht gebunden fühlt an die an den Konsens der UNO. Das war nur mal so eine Feststellung. Also wozu haben wir denn die UNO, wenn wir die Fragen dort nicht verhandeln? Noch weitere Meldungen? Da vorne. Dort bitte. I have a question. Ich habe eine Frage an alle. Sie sprachen von der Eindämmung von Hightech-Waffen. Wir sprachen vorwiegend von staatlichen Akteuren. Aber die nichtstaatlichen Akteure nutzen ja auch immer mehr die Drohnen, wie zum Beispiel die Hezbollah. Es ging natürlich auch in diesem Panel um Cyberwar, um diese Frage, wie kann man verhindern, dass andere Cyberwar-Fähigkeiten auch erwerben, also nichtstaatliche Akteure. Die Frage war, wie man nichtstaatliche Akteure in diese Diskussion mit einbezieht, wie die Gefahr gesehen wird, dass auch nichtstaatliche Akteure sich unbemannte Systeme beschaffen und wie man das Kriegsmenschenrecht in diesem Bereich ausdehnen wird. Da vorne bitte. Bin ich? Ja. Ja. Mhm. Karin Joschek, ich würde gerne an Herrn Nickel nochmal die Frage stellen, die Herr Senko am Anfang eigentlich aufgebracht hat, nämlich warum die europäische Reaktion gegenüber der US-Politik des Targeted Killings so skandalös war, so hat er es genannt, nämlich gar keine Reaktion. Ich wüsste gerne, ob er uns ein paar Hintergründe, außer globale Abhängigkeit oder so, also ein paar mehr Hintergründe zu dieser Enthaltung, zu dieser Nullreaktion, jahrelang Nullreaktion geben kann. Dankeschön. Dann ist hier vorne noch jemand. Dann schließen wir diese Runde. Ja, ich bin leider etwas enttäuscht, Frau Brugger, von dem, was Sie hier vorgetragen haben. Also der vermeintliche Schutz der Soldaten, der Ihnen offensichtlich nicht egal ist, ist Ihnen, wie ich den Eindruck habe, doch relativ gleichgültig. Denn die Argumente, die Sie gebracht haben, sind ja wirklich sowas von absurd. Und Sie haben den Gedanken, den General Rothschild gewissermaßen aufgebracht hat, dass es an sich ein Widerspruch ist, zu sagen, wir stellen Streitkräfte auf, setzen sie ein, demokratisch legitimiert im Dienste des Friedens und statten sie dann eben nicht optimal aus. Also gehen wir nur mal einige dieser Argumente durch. Sie hatten also gesagt, man hätte bisher nur zweimal von verbündeten Drohnen angefordert. Natürlich, ein Mittel, das man nicht hat, kann man natürlich auch nicht einsetzen. Und es widerspricht natürlich jeglicher Bündnispolitik, Mittel, die man selbst beschaffen könnte, von Verbündeten grenzenlos anzufordern. Also das wäre ungefähr das Gleiche, wie wenn wir sagen, wir schicken unsere Soldaten nach Afghanistan, statten sie nicht mit Schutzwesten aus und bitten dann die Franzosen darum oder die Amerikaner, uns ihre Schutzwesten zu leihen. Das ist genau die Logik Ihres Arguments. Der zweite Punkt, Szenarien konkret zu benennen. Also ich meine, die Zukunft ist ungewiss, wurde schon mehrfach thematisiert jetzt die zwei Tage. Und Sie erwarten nun, dass man gerade mit Blick auf Krieg und Konflikt die Zukunft besonders detailliert und besonders genau prognostizieren kann. Das ist einfach nicht realistisch und zeigt mir, dass hier erheblicher, sagen wir mal, Schulungsbedarf besteht im Hinblick auf, sagen wir mal, das Verständnis von Krieg. Könnten Sie noch freundlicherweise Ihren Namen sagen? Und könnten wir das wieder einführen, dass wir die Namen sagen, wenn wir uns melden? Ja, ich wollte mich nur nicht wiederholen. Johann Schmidt, IFSH Hamburg. Okay, alles klar, danke. Dann gebe ich das jetzt zurück. Wir fangen mal mit Herrn Senko und Herrn Rothschild an die die erste Frage ging. Dann Herr Nickel, dann Frau Brugger. I'm not sure if there was a question.
Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Frage war. Jemand hat gesagt, dass es einen Glauben an militärische Missionen gibt und man kann an sie nicht glauben. Leuten, die planen und exekutieren und militärische Gewalt anwenden, die haben natürlich eine entsprechende Theorie, wie dies eingesetzt werden kann. Und das ist sozusagen die Basis für ihre Praxis. Ich würde das abtrennen von meiner persönlichen Überzeugung. Vieles meiner Arbeit bezieht sich auf das Konzept, dass die militärische Gewalt eine akzeptable Möglichkeit ist, um Konflikte zu lösen und dass das eine Krankheit ist. Wenn man wirklich den Nutzen von Drohnen verhindern möchte, dann muss man die Ursachen dieser Wahrnehmung angehen. Das ist nämlich, dass eine akzeptable Art und Weise ist, diese Dinge zu lösen. Hier geht es nicht um den Schutz von Soldaten, aber ich verwende viel meiner Zeit genau auf diese Frage, dass ich mir nämlich angucke, welche Vorschläge es gibt zum Einsatz militärischer Macht. Ich versuche zu verstehen, welche Konsequenzen und Auswirkungen das hat. Und wenn man dies tut über Jahre, dann sieht man, dass es nicht überall Lösungen gibt oder dass die Einsetzung von militärischer Gewalt keine Lösung ist. Es geht um nichtstaatliche Akteure hier in der Frage und das ist natürlich die größte Herausforderung, wenn es um internationale Abkommen geht. Denn sie sind nicht Teil dieser Abkommen und sie werden nie Teil dieser Abkommen sein. Sie haben die Hezbollah, die Hamas angesprochen und ich kann Ihnen eine ganze Liste von entsprechenden Organisationen liefern, die wahrscheinlich niemals entsprechende Abkommen unterzeichnen werden. In Syrien gibt es 34 extremistische Gruppen, die keine Syrer sind. Der Grund, warum sie da sind, ist, dass sie auf das Waffenarsenal der Syrer ihre Hand legen möchten. Wenn sie dies tun, wird das Problem nicht in Israel sein, sondern in Europa. Und jeder, der naiv genug ist zu glauben, dass das irgendwo aufhören wird an der Grenze des Nahen Ostens, wird wahrscheinlich falsch liegen. Das heißt, wir müssen uns die nächsten 5 bis 10 Jahre anschauen. Denn die Waffen, mit denen wir es heute zu tun haben, genau das sind die Jahre, die wir brauchen, um sie zu entwickeln, um sie zu integrieren, um die richtige Art und Weise zu finden, sie zu nutzen. Einschließlich der internationalen Verträge, einschließlich moralischer Grenzen. Und diese müssen wir uns auferlegen, selbst. Nicht, weil sie jemand von uns fordert. Und das ist genau der Grund, warum wir uns anschauen müssen, wer in 5 bis 10 Jahren da ist. Wer in der Lage ist, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen? Eine Reihe von Fragen, die sich an mich richteten. Also zunächst erstmal das Verständnis, dass die Vereinigten Staaten ein Role Model für uns wären, ist ein Konzept, was der Bundesregierung völlig fremd ist. Wir sind Alliierte in einem Bündnis, aber deswegen sind die USA noch lange kein Vorbild von uns. Im Gegenteil, wir haben bei verschiedenen Gelegenheiten bewiesen, dass wir eben nicht mit bestimmten Dingen übereinstimmen. Das gilt insbesondere auch im Blick auf die Targeted Killings. Entnehmen Sie bitte nicht aus der Tatsache, Verständnis, dass die Dinge jeden Tag auf dem Kirchturm rausposaunt werden, dass diese Dinge nicht im Gespräch angesprochen werden. Der Völkerrechtsberater, der frühere Völkerrechtsberater der USA war kürzlich hier und Sie können versichert sein, dass diese Themen sehr intensiv angesprochen worden sind. Und die Tatsache, dass der amerikanische Präsident sich bemüßigt gefühlt hatte, seine Drohnenpolitik zu erklären, sie sicherlich nicht in dem Maße, wie wir es gewünscht hätten, weiterzuentwickeln, da hätten wir uns sicherlich sehr viel mehr vorgestellt, ist auch darauf zurückzuführen, dass die Alliierten und insbesondere auch Deutschland auf die Amerikaner in dieser Frage Druck ausgeübt haben. Also die Tatsache, dass die Dinge nicht jeden Tag in der Zeitung stehen, heißt nicht, dass wir das Thema nicht behandeln. Zweitens, zum Thema nicht in der UNO behandeln. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieses Thema gerade dort behandelt werden muss. Wir müssen versuchen, zum einen eben, ich sagte es schon mal, beim VN-Waffenregister weiterkommen, dass das dort als Kategorie, Teil dieser Kategorien ist. Und wir müssen versuchen, in der UN eine Expertengruppe zusammenzubringen, wo wir über diese Fragen diskutieren. Es geht ja nicht um die Frage,
wir müssen jetzt unbedingt etwas tun, sondern wir müssen etwas tun, von dem wir uns versprechen, dass es gewisse Erfolgschancen hat. Niemand möchte mit einer Initiative verbunden werden, die am Ende ins Leere läuft und möglicherweise die Dinge für auf Jahre hinaus versperrt. Also lassen Sie uns diesen Schritt gehen, lassen Sie uns diese Themen in einer solchen Regierungsexpertengruppe in den Vereinten Nationen angehen und dann versuchen, dann gemeinsam zu Konsequenzen zu führen. Und es ist natürlich wichtig, dass dabei auch Staaten, die dieses Drohnen in besonderer Weise nutzen, dass die dabei sind. Also eine solche Regierungsexpertengruppe ohne die USA und Israel halte ich für nicht sehr erfolgsträchtig. Also wir müssen diese Diskussion führen und die Vereinten Nationen scheinen mir eine vernünftige Organisation zu sein, wo diese Debatte geführt werden kann. Dann noch was zu Non-State Actors. Also da geht es natürlich in erster Linie darum, die Exportkontrolle so weiterzuentwickeln, dass die derartige Technologien, und das sind ja Hochtechnologien, nicht in die Hände dieser Leute fallen. Also hier gibt es erhebliches Weiterentwicklungspotenzial. Viel schlimmer noch aber, glaube ich, ist das, was sich im Cyberbereich tut. Das haben Sie ja auch angesprochen. Da gibt es eben aufgrund der niedrigen Eingangsvoraussetzungen erhebliche Möglichkeiten für auch Hackergruppen aktiv zu werden. Und hier gilt es vor allen Dingen, das Prinzip der Staatenverantwortlichkeit weiterzuentwickeln. Also Staaten sind dafür verantwortlich, was auf ihrem, jedenfalls im Grundsatz, dafür verantwortlich, was auf ihrem Territorium passiert. Das heißt, wenn von einem Staat bestimmte Hackeraktivitäten mit großen Konsequenzen für andere Staaten ausgehen, muss dieser Staat im Prinzip dieses begrenzen. Wenn er es nicht tut, ist er völkerrecht verantwortlich, sprich haftet dafür. Wir haben hier Attributionsprobleme, das ist völlig klar, aber es ist auch nicht so, dass man nicht wüsste, wo bestimmte Dinge herkommen. Also da gibt es Möglichkeiten und hier ist gerade auch diese Regierungsexpertengruppe, die sich zu diesen Fragen kürzlich diesen Bericht vorgelegt hat, durchaus wegweisend gewesen. Also auf diesem Weg sollten wir weitergehen. Mir sind noch zwei Dinge wichtig, die ich sagen wollte. Zum einen, am Ende des Tages handelt es sich hier um Technik. Und Technik ist Mittel zum Zweck. Also wenn wir für eine friedlichere Welt eintreten, dann müssen wir vor allen Dingen auch bei der Strategie ansetzen. Also bei Fragen der Einbindung vieler Staaten, der Frage von Dialog und Transparenz insgesamt, Vertrauensbildung. Das sind die Dinge, bei denen wir auch ansetzen müssen. Eine isolierte Diskussion technischer Entwicklungen ist für die Rüstungskontrolle aus meiner Sicht nicht ausreichend. Und wenn es um die Einsatztaktiken auch gerade von Deutschland geht, dann scheint es mir auch besonders wichtig, dass wir große Sorgfalt darauf legen, auf die Rules of Engagement, die ja dann auch bei Auslandseinsätzen dem Deutschen Bundestag vorgelegt werden und wo der Deutsche Bundestag dann auch die entsprechenden Schritte und Entscheidungen treffen kann, um diese Dinge entsprechend der Notwendigkeiten zu bestimmen. Also daran liegt mir auch. Danke. Danke, Frau Brugger. Wobei wir natürlich auch in Afghanistan ja auch Operationen der Amerikaner haben, die jenseits des ISAF-Mandates stattfinden, aber natürlich auch zum Beispiel in den Gebieten, in denen die Bundeswehr präsent ist. Das glaubt nicht, dass man das so einfach voneinander trennen kann. Aber um zu der Frage von Herrn Schmid zu kommen, Sie haben mich auch enttäuscht und nicht enttäuscht, weil nicht enttäuscht, ich habe mit Ihrer Frage fest gerechnet. Es ist ja nicht der erste Disput, den wir miteinander haben, und enttäuscht insofern, als dass ich nicht nachvollziehen kann, dass Ihr Argument, dass man sozusagen jede militärische Fähigkeit erwerben sollte. Ich bin froh, dass Sie nicht für die Beschaffungspolitik der Bundesregierung zuständig sind, weil man sich natürlich nicht, also man kann ja bei den Kostenfragen anfangen, aber man muss sich natürlich schon, und ich finde, das ist auch ein großer Fehler, der bei dieser Bundeswehrreform passiert ist, die Frage stellen, wofür haben wir Streitkräfte, was sind ihre Aufgaben, was sollen die Szenarien sein, was ist denn die Lehre aus dem Afghanistan-Einsatz? Und ich habe
nicht das Gefühl, dass das passiert ist. Und mein Argument mit diesem zweimal angefordert war nicht, dass wir keine Drohnen brauchen, weil wir dann immer die Amerikaner fragen können. Das meine ich überhaupt nicht. Aber es wird immer wieder so getan, als ob beim Afghanistan-Einsatz durch den Einsatz bewaffneter Drohnen auch Soldaten hätten gerettet werden können. Und wenn man sich die Szenarien konkret anschaut, dann sind die eben, liegen die nicht so auf der Hand wie jetzt zum Beispiel beim Fall der gepanzerten Fahrzeuge. Und ich finde es auch wirklich schwierig, sozusagen vom Afghanistan-Einsatz aus in einem ganz speziellen Szenario, da geht es ja auch um den nicht umkämpften Luftraum, um eine große Präsenz von Bodentruppen. Und ich habe auch ehrlich gesagt nicht den Eindruck, dass das der Einsatz der Zukunft ist. So wird das jedenfalls nicht meiner Meinung nach in Berlin gerade diskutiert, dass man von diesem Einsatz aus dann die Beschaffung solch eines Waffensystems rechtfertigen will, wenn man auf der anderen Seite sieht, welche großen Gefahren sich aus der Proliferation ergeben, wenn man den Punkt Senkung der Hemmschwelle zum Einsatz militärischer Gewalt durchaus auch, finde ich, kritisch diskutieren sollte. Und also ich finde, diese Sachen kann man ja nicht einfach ausblenden und sagen, wir brauchen einfach jedes militärische Gerät, was man nur irgendwie kriegen kann, sondern ich glaube schon, dass man sich da sehr intensiv damit auseinandersetzen muss. Und wenn man ein Waffensystem beschafft, dann muss man das auch klar begründen können, wofür man das braucht und wie man es einsetzen will. Und das sehe ich derzeit nicht. Dankeschön. Kann ich da kurz etwas dazu fügen? Es gäbe nichts, was die Amerikaner glücklicher machen würde, als wenn die Deutschen viele bewaffnete Drohnen kaufen würde und die alle nach Afghanistan schicken würde. Und wenn sie dann noch bis 2023 bleiben würden und bis die Amerikaner dann rausgehen. Bitteschön. Gibt es noch Fragen für die letzte Runde? Dann würde ich gerne für die Abschlussrunde noch eine Frage an alle aufgeben. Ich habe ja die Sorge geäußert, dass der eigentliche Antrieb hinter der Entwicklung dieser Drohnenthematik der rasante Fortschritt in der Forschung, in der Entwicklung ist, der vorangetragen wird von einer sehr starken, kompetitiven, mit sehr starken Lobbyfähigkeiten ausgestatteten Industrie. Meine Frage ist jetzt an Sie: Glauben Sie, dass die Politik noch die Kontrolle darüber hat, dass die Politik oder auch das Militär der wirkliche Antreiber dahinter ist, wenn es um die Fortsetzung der Drohnenbeschaffung geht? Ja, das war glaube ich wirklich eine freudsche Fehlleistung. Ich habe das Gefühl, man kann auch nach dieser Technologie süchtig werden. Also ich wiederhole die Frage nochmal, ob die Politik, das Militär tatsächlich noch die wirklichen Antreiber dahinter sind, ob unbemannte Systeme beschafft werden, wie sie weiterentwickelt werden und wie sie tatsächlich am Ende kontrolliert werden können. Frau Brugge. Also am Ende entscheidet natürlich immer die Politik darüber. Die haushaltsrelevanten Beschaffungsentscheidungen werden dem Bundestag vorgelegt. Trotzdem, was ich auch in meinem Eingangsstatement angesprochen habe, dieser Sog der technologischen Entwicklung, der ist natürlich schon spürbar. Und ich muss sagen, wenn ich mich mit der Frage auseinandersetze, soll die Bundeswehr über bewaffnete Drohnen verfügen oder nicht, dann gehe ich nicht als erstes zu einem Rüstungsunternehmen und frage das, weil da ist mir auch relativ klar, wie die Antwort ausfallen wird. Ich will jetzt auch gar keine Ausführungen zum Eurohawk machen, aber ich finde zum Beispiel schon, dass man sich eben dann auch mit den Soldatinnen und Soldaten auf jeden Fall da unterhalten und auseinandersetzen muss und die Sachen diskutieren muss. Aber man sollte auch, und das finde ich geschieht nämlich viel zu wenig, zum Beispiel mal ins aktuelle Friedensgutachten schauen, was denn die Friedensforschung, wir haben ja einige renommierte Institute in diesem Land, zu diesen Fragen sagt und welche Handlungsmöglichkeiten sie hinweist. Und da merkt man eben schon auch in der öffentlichen Debatte, in den Parlamentsdebatten, wenn die Journalisten nachfragen, dann geht es eben sehr, sehr wenig um diese Fragen, wie kann man die Gefahren einhegen, wie kann man Regeln, Begrenzungen machen. Und da würde ich mir wünschen, dass das eine viel größere Rolle spielen würde, sowohl bei der Entscheidung als auch bei der öffentlichen Diskussion. Und da haben, glaube ich, alle und nicht nur die Politik eine Verantwortung, auch ganz besonders speziell natürlich die Zivilgesellschaft. Wir haben in Deutschland, finde ich, viel zu wenig Debatte um so die schwierigen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik. Senko? I would say in the United States. In den USA würde ich sagen, dass in diesem Jahr das Budget des Pentagons 635 Milliarden Dollar sein werden, 10 Milliarden für Drohnen, also Waffen, Handfeuerwaffen, das sind nur Peanuts, also und man noch viel mehr Geld wird verdient, zum Beispiel im Gesundheitswesen und so weiter. Also
Sie haben natürlich keinen unwesentlichen Einfluss auf diese Technologien. Sie haben übermäßigen Einfluss auf andere Industrien, wo wirklich Geld verdient wird, zum Beispiel in Washington. Und das geht hier nicht so sehr um Drohnen, sondern vielmehr um andere Bereiche. Ja, in Israel ist das ein bisschen anders. Normalerweise kontrollieren die Politiker diese Sachen über das Budget und der Rest erfolgt über den Bedarf. Den Bedarf des Militärs, der dann an die Industrie weitergeleitet wird und die Industrie kommt dann mit einer Lösung. Und deshalb haben wir so viele Hightech-Industrien. Und manche nennen uns ja die Start-up-Nation, Unternehmensgründungsnation. Und die Militär- und Verteidigungsministerium, das Ministerium überprüft das und dann kommen diese Bedarfe wieder zurück an die Politiker, die dann Regeln einrichten, ob man das Ganze genehmigt oder nicht, ob man das Ganze anschafft oder nicht. Also gibt es sehr wenig Spielraum für Lobbyarbeit, sondern mehr Spielraum für die Industrie und diesen Bedarf. Natürlich gibt es wirtschaftliche Interessen, die sich auch in den dafür vorgesehenen Mechanismen in Deutschland äußern können. Dennoch würde ich Frau Brugger hier völlig zustimmen, die politische Kontrolle über diese Dinge liegt bei der Politik. Sie liegt am Ende des Tages beim Deutschen Bundestag, der über die Haushaltsansätze beraten und entscheiden muss. Und also bei mir hat noch nie ein Lobbyist vorgesprochen. Danke. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei den vier Panelisten für ihre Eingaben und für ihre Beteiligung an Question and Answer. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Beteiligung. Ich möchte nicht zusammenfassen, was wir hier gesagt haben, aber ich bin nicht unbedingt optimistischer, was die Zukunft für rüstungskontrollpolitische Ansätze zur Einhegung dieser technologieunbemannter Kriegführung angeht. Ich glaube aber schon, dass auch im Bereich der existierenden Rüstungskontrollinstrumente eine Menge Möglichkeiten und Handhabemöglichkeiten bestehen, die noch nicht ausgenutzt sind. Ich bin sicher, wir werden darüber noch lange diskutieren und gebe jetzt das Wort an Herrn Enste, der die Konferenz beenden möchte. Ganz genau. Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, Sie erlauben dem Veranstalter mit genau drei Sätzen die Konferenz Hightech-Kriege, unsere außenpolitische Jahrestagung zu beenden. Die Heinrich-Böll-Stiftung hat, wie gestern schon gesagt, mit dieser Konferenz Hightech-Kriege den Versuch gewagt, in einem sehr komplexen Themen- und Spannungsfeld, das, wo wir als Grüner Stiftung nicht gerade ein Heimspiel haben, ein paar Informationslücken zu schließen und hoffentlich zur Versachlichung einer gerade in Deutschland begonnenen und, wie wir denken, noch sehr emotional geführten Debatte beigetragen zu haben. Wenn wir Ihnen Anregungen für Ihre weitere Meinungsbildung zu diesem brisanten Thema geben konnten, wären wir sehr zufrieden. Denn wenn es um Fragen von Krieg und Frieden geht, wie Herr Füchs gestern sagte, brauchen wir eine informierte Öffentlichkeit und vor allem eine intensive gesellschaftliche Debatte. Und drittens, mein dritter Satz, wenn wir darüber hinaus mit der Jahrestagung den notwendigen Entscheidungen und Weichenstellungen in der politischen Arena in Berlin etwas mehr Klarheit und vielleicht auch etwas mehr Inspiration geben konnten, dann wären wir noch zufriedener. Das wird sich allerdings weisen. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, sehr verehrte Damen und Herren, ich bedanke mich im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung bei all unseren Referentinnen und Referenten, die den Weg zu uns gefunden haben. Ich bedanke mich bei den Moderatorinnen und Moderatoren. Ich bedanke mich natürlich auch und vielleicht sogar vor allen Dingen bei den sehr oft unsichtbar hinter den Kulissen tätigen Kolleginnen und Kollegen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben, bei den Kolleginnen der Technik, vom Tagungsbüro, vom Catering,
Ihr habt es mit uns bei dieser Jahrestagung nicht gerade leicht gehabt und ihr habt auch mit sehr ungewöhnlichen Bedingungen, Wetterbedingungen zum Beispiel, kämpfen müssen. Mir wurde vorhin ganz zu Beginn der Schlussrunde gesagt, Mensch, Herr Enste, Ihre Organisation klappt ja vorzüglich. Ich möchte einfach dieses Kompliment an die vielen Kolleginnen und Kollegen hinter den Kulissen weitergeben. Mein Dank gilt. Mein Dank gilt zum Schluss und sicherlich auch in Ihrem und Ihrem Namen den Dolmetschern und Dolmetscherinnen, die es auch nicht einfach hatten. Und ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld und für Ihre konstruktive Teilnahme. Kommen Sie gut nach Hause und bleiben Sie der Heinrich-Böll-Stiftung gewogen. Alles Gute. Die Evaluierungsbögen, die Bewertungsbögen geben Sie vorne beim Tagungsbüro ab. Ich danke Ihnen allen.